Seven in the Wilds geht bald los und ja, also ich glaube, dass diese Serie international gehen wird, die zweite Staffel. Oh, Baby, ich weiß auch nicht, aber ich habe so ein Gefühl, dass das krass wird. Und Otto hat mich nicht nur vor Ort, sondern auch schon hier wirklich am Telefon terrorisiert. Und jetzt fällt mir gerade ein, der hat gestern versucht anzurufen, aber ich war mitten in der Fernsehshow. Rund 4000 Meter, die Tür geht auf, es tritt hinein Jens Knossi. Was? Also, ich rede vom Flugzeug, 4000 Meter Höhe. Hör auf! Hör, warum? Warum? Blick nach unten. Ey, das ist nicht witzig. Wirklich, alleine aus dem Flugzeug springen, ohne dass man so Tandemsprung macht, ist nicht normal. Doch, ist es auf jeden Fall. Aber also, nicht für mich. Ja, ey, als King of the Jungle darf das gar nicht anders sein. Also, ey, das hat, da nee. Denken die Leute auch, pass mal auf, was die Leute geschrieben haben. Du hast irgendwo in deinem, ey, du bist gerade live im Stream, ne? Ich sag's dir nur. Ach so, ja, ich bin gerade mitten im Wald im Dunkeln mit meinem Mund. Jo, das steht, das hab nichts anderes erwartet. Pass auf, ich will dir nur sagen. Du hast irgendwo in deinem Stream gesagt, der King of the Jungle, und dann habe ich Nachrichten gekriegt, Knossi hat's geschafft, Knossi hat gewonnen. Weil du King of the Jungle gesagt hast. Ja, nun, als, ich meine... Nicht sagen, hallo! Ja, ich darf nichts sagen. Ja, ich weiß, ich muss halt die Klappe halten. Das ist gefährlich, wenn wir beide telefonieren. Aber am Ende, sagen wir mal ganz ehrlich, um den Leuten wirklich da nicht so viel Infos zu geben, egal ob zwei Tage... Oder nur ein Tag, weißt du, ist ja wirklich ein Riesengewinn. Überhaupt mitzumachen, ne? Da sind wir uns ja mal ganz ehrlich, ne? Aber sowas von, na klar. Und auch, und weißt du. Du kommst ja gar nicht aus dem Bereich, deswegen, das hat. Ey, jetzt sag ich schon mir viel zu viel, weißt du, deswegen ist ja. Ja. Ey, ich bin so gespannt, wenn die Folgen, jetzt geht's bald los, wenn die Folgen kommen. Und was du da gemacht hast und so, weißt du, die anderen zu sehen. Weißt du, eure Aussetzung und so, das alles zu sehen, das wird so krass. Ich weiß, ich bin auch so gespannt. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich werde mir das ja auch so irgendwie im Stream anschauen. Wahrscheinlich wird jede Folge dann 3 Stunden gehen oder so, um sich das anzuschauen. Grüße aus der Schweiz. Wirklich? Da gibt's ja. Oh, ich freue mich so unfassbar darauf, weißt du, dass auf diese Aufnahme im Kopf. Wann geht's endlich los? Das ist irre. Ey, das wird krass. Und jetzt am Sonntag kommt der erste Teil vom Behind the Scenes Making of, ne? Ja, von Dave. Ich habe heute mit ihm noch gequatscht. Und der ist ja einfach, was er sich da reinhängt und Energie und ne, was er gemacht hat. Ja. Also Wahnsinn. Den muss man echt supporten. Ein so netter Typ. So ein lieber Typ, ey. Wirklich ganz lieb. So, ich gehe jetzt, weißt du, bevor du zu viel erzählst, ich gehe jetzt, gucke ich mir jetzt gleich dein Video an. Das erwartet dich. Knossi, konntest du schon? Was ist das? Ja, also ich habe alles vorbereitet. Also wirklich alles vorbereitet. Ich bin morgen schon mal da im Tunnel. Nehme noch mal ein paar Stündchen für mich mit dem Sebo, also der dich ja dann mit begleiten wird als Hauptausbilder und ich. Ja, es wird einfach, du musst dir das anschauen, es wird alles eingetütet. Du kannst nicht mehr zurück, wirklich nicht. Das geht nicht. Das Lustige ist, die Leute wissen jetzt noch gar nichts davon, aber es gibt ein IRL Extreme, das habe ich gesagt, das mache ich, in so einem Windkanal mit Adam. Genau. Wir sind da, das ist einer der nächsten Streams im Windkanal. Und da wirst du erstmal spüren, wie schön das Gefühl ist, einfach zu fliegen. Also wirklich, das machen Kids. Da sind 3-4-jährige Kinder. Und wenn die das machen, dann musst du das auch machen. Ja, aber doch nicht alleine aus dem Flugzeug springen. Wirklich, Otto, das ist echt... Nein, du hast 2 Leute dabei. Einen links, einen rechts, die dich festhalten, die dich in die richtige Position bringen. Du hast vorher genau das Gefühl. Das wird ein unfassbares Gefühl. Wird mega. Also du bist jetzt in der Bubble drin, du musst da jetzt durch. Da stehen noch ganz viele Dinge an. Ich bin überhaupt nirgends drin. Was steht an? Ich überlege mir, hast schon weitere Sachen in Planung. Du wirst da, also von Gaming oder nee, Gaming-Shows kannst du dich verabschieden. Du bist irgendwann der Survival-König. Krone hast du schon, also. Der spinnt. Okay, Otto, super, freu mich riesig. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Hier ist Otto, let's go. Er schreibt, denkst du dabei daran, Songs zu üben für den Ballermann? Da wird Knossi auch nicht locker lassen. Ja, ich befürchte das. Und ernsthaft? Richtig, ganz kurz. Wir haben gesagt, du machst eine halbe Stunde Show im Megapark. Was ist in meine Welt eintauchen? Das ist nun mal eine halbe Stunde auf einer Bühne stehen, alleine. Vielleicht noch 2 Tänzerinnen hinter dir. Und du machst eine halbe Stunde Programm. Und dann will ich Otto da sehen. Ist fair. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es wirklich so fair? Nein, ich habe mich schon selbst... Das ist ja voll geil, auf einer Bühne zu stehen. Was für ein Problem wird man da haben? Otto wird mega gefeiert. Der hat kein Problem. Weißt du, es wäre natürlich interessanter, wenn Otto gänzlich unbekannt ist und das machen muss. Otto wird ja bekannt sein wie ein bunter Hund, nachdem er hier Seven in the Wilds war. Auf einer Bühne zu stehen, ist wohl das Einfachste, was es gibt. Das ist für mich ein x-faches mehr Komfortzone verlassen, wie aus dem Flieger zu springen. Vor so vielen Leuten zu stehen und irgendwas zu singen, und ich kann überhaupt nicht singen,
Singen kann am Ballermann niemand. Das ist schön. Nur trotzdem muss ich den Text irgendwie kennen. So halbwegs. Ja, 10 Bierchen rein, dann singt es sich von alleine. Mhm. Ballermann-Mucke hat den Vorteil, dass man kaum singen muss. Ja. Ja, man muss kaum singen bei Ballermann-Mucke. Nö, die haben alle keine Texte, die Songs. Ja! Welche Songs seht ihr Otto performen? Wie gesagt, ich habe heute mit Sebo telefoniert. Das wird eine Kunst, mit ihm live dazu springen. Also mal zu schauen, ob wir das, will er streamen das Ganze, ob man das übertragen kann während des Fluges. Kann auch sein, dass man es irgendwie... Ey, ich finde das echt aber wirklich frech, dass das einfach so festgestellt wird, obwohl ich gar nicht will, obwohl ich Todesangst habe. Ich finde das wirklich ein bisschen arg, weil ich habe da echt Angst. Ein Tandemsprung, okay, sagen wir mal ehrlich, das würde ich schon noch irgendwie hinkriegen, aber weißt du, der will, dass ich alleine, der wird das bestimmt gleich zeigen. Springt er alleine? Ja, natürlich springt Knossi alleine. Also er springt mit zwei Lehrern, die ihn links und rechts festhalten, aber er hat seinen Schirm auf dem Rücken und die lassen ihn auch irgendwann los. Die erste Übung beim AFF, also bei dieser Ausbildung ist, wir gehen erstmal in den Tunnel rein, nein, viele Theorie, man muss auch einen Theorieanteil da leisten. Und dann musst du euch so vorstellen, ach komm, wisst ihr, was wir machen? Ey, das ist, aber das, warum? Es macht gar keinen Sinn, das zu machen. Sagt ehrlich, Chat. Warum soll ich das machen? Und wenn ich dann irgendwie, wie lande ich denn? Wie soll das denn laufen? Ich breche mir beide Beine. Lieber Knossi, du solltest dir dieses Video anschauen, was dich erwartet bei der AFF-Ausbildung. Der quasi, der Freifall-Ausbildung. AFF ist eine Ausbildung, wo man 7 Sprünge machen muss. Am Anfang mit 2 Lehrern, dann wird es irgendwann nur 1 Lehrer, dann ohne einen. Man hat Funkgerät mit dabei und es ist ein beschleunigtes, so heißt es irgendwie, Ausbildungsverfahren. Ich habe noch eine alte Art gemacht bei der Bundeswehr, den Freifall. Die Freifallausbildung, ja. Die ist etwas sportlicher. Ja. Dann ist man nämlich sofort ganz allein da unterwegs. Ja. So, wir schauen uns jetzt erstmal an, was Knossi erwartet. Also, lieber Knossi, in der Vorbereitung, so würde ich das auch erwarten, du kriegst einen wunderschönen Freifallanzug an. Also quasi ein schönes Teil, da sieht man so Griffe dran, links und rechts. Hier, für die, die euch nicht kennen, hier sind wie so Griffe dran, wo die Lehrer dich auch gut festhalten können. Du kriegst einen schicken Höhenmesser, einen tollen Helm. Hier drin ist ein Funkgerät. Was bringt mir denn, wenn die Kleidung schön ist und der Helm toll aussieht? Das juckt mich alles nicht. Otto, ich brauch das nicht. Und solche Argumente auch, was die Leute in Chat schreiben. Andere bezahlen Schweinegeld dafür. Muss ich jeden Scheiß machen? Ich brauch das nicht. Wo quasi Leute am Boden mit dir Kontakt aufnehmen können. Deinen eigenen Fallschirm. Und das Gute ist, da ist noch eine Reserve drin, die sogar von alleine öffnet mit dem Cypress-System, wenn du unter eine gewisse Höhe fällst und nichts machst. Ja, dann geht's ja. Leck mich doch. Oder ohnmächtig wirst. Was? Vorbereitung bedeutet hier, man kontrolliert natürlich, und das mache ich auch immer noch, mit seinem Sprungpartner zusammen. Hier sehen wir, eigentlich wird sowas ein bisschen an einer Attrappe quasi geübt, das Rausgehen aus dem Flieger. Das heißt, ihr seht den Kollegen hier rechts ohne Helm und den hinter dem Mädel mit Helm. Die beiden sind die Lehrer, die mit ihr wahrscheinlich rausspringen. Knossi, die gehen mit ihr das Ruhe. Ich möchte ein Stück davon abschneiden und es in eine Schachtel tun. Hab ich. Schick Adresse durch an King Dutschbeck. Kommt. Also das ist die Übung. Also er steht im Flieger. Hoch, runter, raus. Bam. So? Und ihr wisst, ihr kennt meine Fresse, wenn der Wind weht. Ne? Ihr wisst, wie das aussieht. Hoch, runter, raus. Und stell dir doch mal dieses Gefühl vor, er sagt noch, ohnmächtig. Das heißt, und wie lande ich denn dann? Wenn ich so runterkomme, wie komme ich denn auf? So, und dann mit der Fresse in... Ich werde so eine Angst haben, dass ich wirklich ohnmächtig werde. Ist kein Spaß, ehrlich nicht. Durchdrücken, stabil werden, die beiden halten sie und springen mit ihr raus. Wie gesagt, normalerweise gibt es auch so ein Drahtgestell, so aus Stahl irgendwas nachgebaut oder so eine Attrappe, wo man das dann da drin übt, die man das jetzt aus der Wiese, geht aber ganz genauso. Was macht die Dame? Was muss auch dann Jens machen oder Knossi machen? Hier macht sie einen Scheingriff. Also ganz am Anfang ist, bam, rein, alles okay, Sichtzeichen geben, Höhenmesserkontrolle. Sie drückt sich durch und macht jetzt einen Scheingriff. Das heißt, man muss ja stabil in der Luft fliegen, Arm nach vorne, um halt stabil in der Luft zu sein. Mit dem anderen hinten hingehen, wo man dann das rauszieht, hier, also quasi den Fallschirm, da ist noch so ein Knäuel dran, und das einfach rauszieht, ziehen, boom, dann geht der Schirm auf. Also hoffentlich. Hey, so Späße kannst du auch sparen. Wirklich. Hey, ich habe auf alles, das ist das erste Mal im Leben, dass ich auf etwas gar keine Lust habe. 3 gute Argumente liefern, warum ich das machen sollte. In meinem Leben, in meiner Position. Warum? Ich brauche keinen Kick.
Und das ist Teil der Ausbildung. Das bei diesem Teil 1 geht es nur darum, Höhe zu kontrollieren, Scheingriffe zu machen. Aber das kann der Sebo noch. Keine Eier. King Dutschbeck schreibt es rein. Noch eine Voraussetzung, dass ich es mache. King Dutschbeck macht es auch. Das kannst du nicht machen. Du springst alleine raus, live im Stream. Wir werden es alle sehen. Und dann entscheide ich. Keine Eier. Oh nein. Ach, das wird schön, aus so einem kleinen Flieger rausspringen. Knossi wird begeistert sein. So, sie stellt sich jetzt dahin. Und jetzt sehen wir hoch, runter, raus. Und auf der anderen Seite springt der Lehrer mit. Hoch, runter und raus. Hier. Hier. Und das ist die ganze Magic. Also, fast. Das ist die ganze Magic. Das ist der komplette Albtraum. Das ist doch keine Magic. Wo sind denn die Ehrlich-Brothers und sagen, ach, ein schöner Trick, jetzt ist er vorbei. Was ist daran Magic? Müll ist das. Absoluter Müll. So, ihr seht, beim AFF ist wahnsinnig gut die Ausbildung. Warum gut? Weil es wirklich sicher ist. Es ist der Hauptschirm drin. Es ist ein Reserveschirm, der sogar von alleine rausgeht. Es sind zwei Lehrer, die mit dir springen und dich stabilisieren in der Luft. Und man muss sagen, dass wir vorher halt auch noch einen Tunnel gehen wollen, um ihm einfach schon mal das Gefühl von Fliegen mit. Das werde ich ja jetzt erstmal nehmen. Dutschi, du bist dabei. Ich mache keinen Spaß, ne? Dutschi saß in seinem Leben noch nie in einem Flugzeug. Du weißt, du hast gar keine Ahnung. Du weißt gar nicht, was da auf dich zukommt. Du wirst einen Schaden haben. Du springst aus dem Himmel. Der ist jetzt ganz bekloppt. Der macht jetzt ein Video. Knossi wird alleine aus dem Flugzeug springen. Ich soll alleine rausspringen mit dem Fallschirm. Zwei springen mit mir, die heben mich, aber die lassen mich irgendwann los. Da muss ich selber öffnen und soll selber so runterschweben wie ein Adler. Das machst du aber nicht. So, kommt ihr mir alle sagen, ich soll das jetzt machen? Nein, man kann es ja übertreiben. Bullshit. Genau, nee. So ein Idiot. Das ist zu gefährlich. Wirklich, spinnt ihr? Ich meine, es langt jetzt mal langsam. Es langt jetzt echt mal langsam. Naja, passiert noch was. Sag's mal dem Otto. Otto heißt er. Otto. Sprich mal in die Kamera. Otto, also es langt. Ist zu gefährlich. Das ist ein erwachsener Mann. Ja, wie alt ist denn der Knabe? Oh, der ist auf, der geht auf die 50. Sag's in die echt? Kamera, ja. Sieht aber noch jung aus. Egal, Otto, es reicht. Das muss nicht sein. Man muss das Schicksal nicht herausfordern. Nicht, dass noch irgendwann was passiert. Jetzt muss mal Pause sein. Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt. Genau, ich habe es nicht erlaubt. So. Und von der anderen Seite springt der Lehrer mit. Das bin ich hier quasi, hoch, ja. Runter, hier, Dieter. Und raus. So, und am Ende lassen die mich los und ich muss dann selber, und ich bin alleine. Das ist Magic. Ja, ich verstehe, also. Und dann musst du selber ziehen. Und wenn das nicht klappt oder es nicht beherrschen tust, bist du weg vom Fenster. Ja, ich hätte noch einen Notschirm drin, der öffnet sich automatisch. Der erkennt, wann ich wo bin. Ja, und wenn er es nicht erkennt. Genau, vielleicht hat er auch mal irgendwie die Technik, diese scheiß Technik heutzutage. Passiert immer mal wieder. Nix, das machen wir nicht. Das machen wir nämlich nicht. Nee. Gell? Der, ist der Vater nicht mal Fallschirm gesprungen? Ja. Der Vater hat es gemacht, aber auch nur Tandem, gell? Nein, nein. Nee. Der ist richtig selber gesprungen, habe ich selber gesehen. Der ist selber aus dem Flugzeug. Aber auch mit so zwei Leuten? Nein, alleine. Ah, ja. Der hat da extra Kurs gemacht und so, der kann springen. Aber das ist nicht ohne. Und genau in der Zeit, wo er gesprungen ist, ist auch einer verunglückt. Und zwar mit einer Matratze, diese, wo man so lenkt, irgendwie. Matratze? Ja, das, so nennt man das anscheinend. Mhm. Und nicht aufgegangen, der Notfallschirm auch nicht. Zack, Matsch. Ja. Ich wollte das nicht mal. Dann hat er immer gesagt, ich soll das auch mal machen, im Lebtag nicht. Machen wir nicht. Ich gehe runter wie ein Stein. Stell dir mal vor, wie bei dem Tandem. Und denkst du, da gibt es fliegende Schweine auf einmal? Oder? Ach, nee, guck dir mal, was fliegt denn da um? Ist ein Krater im Boden. Knossi, wenn du das siehst, so sieht das aus. Und ich werde dann irgendwo mit rumspringen und dich angucken und dir zugrinsen und Zunge rausstrecken und irgendwas. Wir werden jetzt von ihr sehen, den Höhenmesser-Check, wie hoch es ist, Scheingriffe und irgendwann kriegt sie das Signal zu ziehen und dann zieht sie ihren Schirm. Dann gehen aber die beiden Lehrer meist schon weg. Und das Gefühl ist mega. So, jetzt sieht man, der Lehrer, Moment, ich vergesse mal, dass ihr meinen Finger nicht seht. Hier, das könnt ihr sehen, genau, hier oben der Lehrer lässt schon los, damit sie halt einfach hier frei kontrollieren kann, auch die Höhe. Er wird da auch loslassen, weil er merkt... Das wird doch bei mir so nicht aussehen. Das kannst du doch vergessen. Wenn ich da rausspringe, siehst du nur... Ich werde doch niemals so in der Luft stehen. Wie denn? Ich werde wirbeln. Wie Felix Baumgartner. Du kannst dich nur verlassen, dass dieser automatische Schirm irgendwann aufgeht und ich dann nicht so verheddert bin in die Seile. Vergiss es. Alles klar, sie ist schon halbwegs stabil. Warum springen jetzt zwei Lehrer mit? Um, falls etwas ist, eingreifen zu können. Denn manche... Kann ja sein, bekommen ein bisschen Panik, bewegen sich ein bisschen schräg und
Dafür springen die zwei Lehrer mit, um dich immer wieder einzufangen. Und die sind so schnell in der Luft, selbst wenn du jetzt wild durch die Gegend taumelst, fangen die dich ein. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Meter man beim Teil 1 zieht. Oder bei dem Level 1. Ich glaube, bei... Ah, ihr hört die Hähne da draußen. Ja. Mega. Und genau dieses Bild werden wir vom Knossi sehen. Was? Grinsend, die blonde Wuschelmähne in alle Richtungen, vielleicht so aufgerissene Augen. Auf jeden Fall werden wir den Sebo daneben sehen, noch einen Kameraden, der mit ihm da runterkachelt. Und ich werde ungefähr diese Position hoffentlich haben. Wollen hier wird der Kameramann springen, ich werde also ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen versetzt sein. Oder mir aus leichter Entfernung. Wie will Adam das denn live streamen? Pass auf, der Adam ist nämlich mein Trick 17. Du schaffst das ja nicht am Ende. Also erstens mal werde ich es nicht machen, aber zweitens mal, es wird ja sowieso eh nicht gehen, weil wir auch aus dem Flugzeug springen. Das übertragen, das geht ja gar nicht live. Moment einmal, wo springen wir raus? Aus dem Flugzeug, alleine. Wie hoch fliegt das Ding? Ja, wie hoch fliegt so ein Flugzeug? Über den Wolken? Naja, also ich habe ja Anfang des Jahres habe ich Gleitschirmfliegen live gemacht auf Twitch. Ja. Also Tandem halt mit einem Fluglehrer, mit einem Ösi, das war in Österreich. Ja, Flugzeug ist halt ein bisschen höher. Aber ich habe auch schon ein paar Mal, es gibt auch YouTube-Aufzeichnungen aus 2017, wo ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Ich will jetzt nicht flexen, ich will nur sagen, es geht schon ein bisschen was. Man muss es nur planen. Nee, da geht gar nichts. Kannst du ja gleich mal merken. Es geht nicht. Kann es sein, dass du Angst hast vor dem Absprung? Okay, Adam. Alleine aus dem Flugzeug springen, dann springen zwar zwei mit dir mit, die dich ein bisschen draußen heben, aber dann lassen die dich. Du bist dann alleine und musst selber dein Ding ziehen. Du bist alleine. Wieso denn? Warum hilft uns denn keiner? Ja, weil das, Otto sagt, das müssen die Jungs, die müssen schon alleine. Das ist alles andere. Tandem ist nix. Alleine! Okay, nee, so war das ja. Also ich glaube, wie man so ein Flugzeug funktioniert, grundsätzlich nicht. Hab ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, das wird immer direkt abgesagt, genau. Es geht gar nicht. Mit seinen Wahnvorstellungen, der Otto. Hörst du dir die Scheiße hier an? Kann das, wo lebt denn der? Muss er noch 20 Jahre warten, dass die Technik existiert? Wunderbar, Adam. Er denkt einfach, dass die Leute so krass sind wie er, der da irgendwie auch mal einfach ja. Zwischendurch so als kleine Erholung für 9 Tage in so einem sibirischen Wald übernachtet. Ja. Ich kenne ja die ganzen Story hier so nebenbei. Das kann man ihm dann aus der Nase ziehen und dann erzählt er auf einmal irgendwo, in Sibirien ist er da gewesen bei minus 30 Grad. Sagt er, ja, ist ein bisschen kühler. Und ich denke mir so, ja, schön und gut, aber ich will nicht das machen, was du da machst. Es ist echt so. Bei Otto hat man echt das Gefühl, er geht davon aus, alle wollen doch diesen Kick. Alle sind so, alle brauchen es. Nein, Otto ist wirklich, ich saß mit ihm in Panama in einem Flugzeug drin, so eine kleine Maschine, so eine wirklich kleine Maschine. Und Otto saß, die hat geklappert. Ich habe gedacht, wirklich, ich wusste nicht, hat der Pilot, schwankt der so, immer so? Ist der besoffen? Ich wusste nicht. Und Otto, geil! Wow! Geil, guck mal, wie das geil das ist. Jetzt mal am besten selbst übernehmen vorne, um mal probieren zu fliegen. So Dinger. Ja, und meine größte Angst wäre, dass wenn man nur eine Kleinigkeit von dem macht, was er den ganzen Tag einfach so standardisiert abliefert, dass er dann einfach sagt, ja, cool. Und das, also, weißt du, für mich wäre das eine Weltbewegung. Für mich wäre es ein Lebensereignis, irgendwas so in diese Richtung zu machen, was er macht. Es geht und nicht. Und ich glaube, diese Anerkennung von ihm wäre einfach nur ein leichtes Schmunzeln, leichtes Zucken. Einmal so ganz leicht geht dann, glaube ich, das Augenlid so leicht zu, so 10%. Ja, wir machen damit hier ein bisschen in dem Tunnel hochflattern. So, dann sieht man mal, wie du so flatterst, wie ich so flatter. Und dann ist auch gut. Weißt du, was mich wundert? Es gibt welche, die das nackt machen. Und ich frage mich halt, wie das flattert und ob das nicht so ein süßiges Flattern ist, dass es erregend ist. Vielleicht ist es ja auch geil da in dem Tunnel. Adam, wir beide Hand in Hand? Ja. Dann gucken wir uns an. Dein ganzes Gesicht wird verzogen sein vom Wind, so richtig. Vielleicht hat es ja auch was. Falls da irgendwas schief geht, damit ich schnell weg kann. Kontrolliert die Höhe. Gibt's okay durch. Und jetzt sollte sie einen Scheingriff machen. Warum die Hand da oben, damit man stabil ist? Scheingriff. 2000 Meter. Ich denke, dass sie irgendwo auf 1,7, 1,8 oder so zieht. Ziehen muss. 3 Scheingriffe. Ah ja, hat sie kurz eingeblendet. 3-mal Scheingriffe, Höhenkontrolle. Höhenkontrolle. No more work. Genau. Man sagt, alles klar, no more work. Winkt dann auch ab. Das heißt, dass andere Springer wissen, jawohl, hier zieht jetzt gleich jemand den Schirm, weil müsste ja, bei mir wird es das alles nicht geben. Erstens mal werde ich mich an sowas nicht erinnern. Zweitens mal ist das Einzige, was ich mache, so. Und ich werde nur Awafankulo, Drecksau. Bei mir wird nur so, weil ihr seid doch nicht ganz sauber, du tickst doch nicht richtig. Das sind die Sprüche, die es bei mir gibt. Also könnt ihr euer ganzes Workflow, was ich da sagen soll, das kannst du abschminken. Wir machen andere Begriffe. Wir machen ganz neue. Wir machen Amnako. Das geht nicht. Und ich ziehe einen Schirm und über mir ist jemand, der kachelt ja voll in meinen Schirm rein. Deswegen, sie wird ja ziehen.
die Jungs werden dann links und rechts. Ich bin auf das Scene gespannt jetzt. Ob man das sieht, auch wie das ist. Arm anlegen, was richtig Bock macht, und dann Vollgas irgendwo. Dann ihren Schirm zu ziehen. Höhe 1800. 1800. Zack. Und Zugball. Ja, 1600. Wow. Ah, nein! Gesehen, ihr seht unten links noch. Ich zeig mal mit der Hand. Unten links den Kameraden da weg tracken. Oh, so, wie ist sie denn gelandet? Ich kann nicht mehr von ihr sehen, aber sie hat dann oben, weil sie keine Kamera mit hatte, hat dann Funkgerät und man ist von unten verbunden. Unten sind die Lehrer und beobachten ganz genau, okay, grüner Schirm, sie wäre jetzt im Fall der grüne Schirm und sagt, mach mal 180 Grad links, 180 Grad rechts, mach mal dies, mach mal das. Und so wird er dann ganz langsam, geht es dann für den Knossi Richtung Boden landen, das Lächeln im Gesicht mit dem Wissen überlebt zu haben. Also man macht das dann, um zu sehen, oh krass, ich habe eine gefährliche Situation überlebt, ja. Man will einfach mal kurz, so am besten so dem Tod sehr nah sein. Ist es das? Man will dem Tod sehr nah sein. Der Mensch ist für die Luft nicht gemacht. Das ist doch krank. Ah, korrigiere, das war nicht die Schülerin, das war die Lehrerin. Ich habe mich schon gewundert, warum sie nach oben funkt. Ach so. Das war anscheinend die Lehrerin, die mit rausgesprungen ist. Das ist die Schülerin. Und Reiser ziehen. Durch. Und über den Schirm gesprungen. Mega. Perfekt. So landet. Du glaubst du, dass das bei mir, dass das genau so, glaubst du, dass ich da so runterkomme? Trotzdem hast du nicht mal gesagt, du suchst nach, seit Pokerstars schon immer nur nach dem nächsten Kick. Ich habe noch nie gesagt, dass ich nach dem Kick suche, sondern ich suche immer nach diesem Gefühl, das ich in der Pokerstars-Show hatte, was ein ganz anderes Gefühl ist, als aus dem Flugzeug zu springen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist ein Gefühl, eine Emotion, die ich suche und nicht, ey, wow, geil, ich kann sterben, aber ich überlebe es. Das ist was ganz anderes. Bei manchen Menschen bleibt die Luft weg und nun fällst du mit 200 Kilometern pro Stunde vom Himmel. Tolles Gefühl. Ja. Indoor Skydive in Bottrop. So wird es bei Knossi mir nicht aussehen, aber wenn Sebo loslegt, sieht das bei ihm genauso aus. Boah. Sorry, Leute. Okay, das kann ich mir schon ganz nett vorstellen da. Nächste Woche, ne? Schaut euch da gerne mal zu Videos an. Was die jetzt machen, ist Headdown fliegen mit dem Kopf nach unten. Und sich auch noch mit mehreren Mann den drehen. Das ist eine Körperkontrolle vom Allerfeinsten. Und das kriegt man halt kaum hin, wenn man da nicht richtig, richtig, richtig dran bleibt. Da muss man. Ich war in München bei Jochen Schweizer. Da gab es sowas auch. Weißt du was, warum ich es nicht gemacht habe? Normalerweise ist mir nichts unangenehm, aber ich will das. Sowas als private Erfahrung wollte ich das da mitnehmen. Ne? Und da standen Couchen drumherum, wo alle dann so glotzen. Und du siehst so, ah, guck mal die und so. Und die sitzen dann so, ah, guck mal die, hahaha. Und so, zwar. Es hatte kein gutes Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Es hatte kein gutes Gefühl, dass meine Freundin und ich jetzt da so ein bisschen so für uns sind, ne? So wird das aussehen bei mir und Adam. So werden wir machen, Adam. Das werden wir machen. Genau so, Adam. Das bist du im Roten. Und im Schwarzen, das bin ich. Adam, so. Hui. Hoch und zurück, Adam. Kannst du dir vorstellen, dass ich überhaupt hochkomme, dass ich dann so bleibe und langsam auf den Boden sinke? Nee, ne? Das kann auch nicht passieren, gell? Die können ja das Rotorblatt wahrscheinlich erhöhen, oder? Ich bin immer noch bei der Helmnummer im Kopf, ne? Ja, jeder springt mit Helm. Du, der Helm wird dich, wenn der Fallschirm nicht aufgeht, bietet der noch Schutz? Da muss man auch eine Veranlagung mitbringen, aber x Stunden brauchst du dafür. Und wie gesagt, man muss auch irgendwie ein Faible dafür haben, ja. Und genau das habe ich alles nicht. Danke, Otto, trotzdem. Es war nett, hat Spaß gemacht, wir freuen uns. Und ihr wisst alle, kannst du abschminken, den Scheiß, das sage ich dir, aber vom Allerfeinsten.